ich denke mal einfach auch der Gruppenzwang, gleich wie beim Rauchen. Erstens ja, die Erfahrungen sammeln, dass man mal gesagt hat, ja, okay, man hat es mal gemacht, man weiß, wie es ist. Aber ich denke halt auch, Gruppenzwang, vielleicht auch das Gefühl, das erste Mal, wenn man sagt, okay, passt, ja, ich habe das jetzt probiert. Weil man leichteren Zugang hat. Prinzipiell probiert das aus, aber redet am besten mit euren Eltern drüber oder sucht euch wirklich gute Freunde, sucht euch Leute, denen ihr vertrauen könnt. Macht es nicht allein, aber probiert vielleicht nicht alles. Dass man da wirklich immer so eine Art Tripsitter dabei hat, der dann sagt, okay, wenn das jetzt irgendwie in die falsche Richtung abdriftet, dass man da eben einen dabei hat, der sagt, hey, da, Glas Wasser, wir gehen jetzt mal in die frische Luft oder so. Jetzt beispielsweise ist Gras, man soll sich, bevor man wirklich zu dem Punkt kommt, ja, ich möchte jetzt einmal Gras probieren, Gras rachen, dann sollte man sich darüber informieren, was passieren kann, wenn es gut ausgeht, aber auch was passieren kann, wenn es schlecht ausgeht und was vielleicht das so die Hilfe dazu ist, wenn es wirklich einen Bad Trip gibt, was man dagegen machen kann. Im meisten Fall führen Alkohol, Drogen und so weiter komplett in das Negative. Und zwar bei Alkohol, Drogen und so weiter, das ist eine unnötige Sache. Ja, es gibt Effekte, die dich beruhigen, aber da macht es dich auch ja süchtig und die Sucht bringt dich dann im Endeffekt, wer weiß wohin. Zum Beispiel, du trinkst jetzt Alkohol und machst Sachen, die du dann später bereust. Also rauchen jetzt gehe ich meistens zwar fort, aber trinke nicht meistens was, weil ich es lieber mag, einfach bei mir selbst zu sein, also unter meinem Selbstbewusstsein. Ich rauche und ich trinke, aber ich trinke eher so Alkohol als Genussmittel. Also jetzt nicht, dass ich mir jetzt jeden Tag die Fulle gebe, sondern ich genieße den Alkohol. Ich mag es nicht, wenn ich jetzt so am Dienstag zum Beispiel nach dem Training trinke ich vielleicht mal Bier und das mag ich zum Beispiel nicht, weil ich einfach, wenn ich dann heimfahre oder so, noch was Normales tun will, wenn ich so zwei Bier trinke, dann bin ich gerade so ein bisschen auftrunken, aber nicht wirklich und das mag ich nicht so. Also wenn ich fortgehe, dann trinke ich auch was, aber ich gehe jetzt nicht so oft fort, vielleicht auch zweimal im Monat, und wenn halt irgendwelche Festen sind. Aber ich trinke dann auch nicht so, dass ich irgendwo am Boden liege oder so, sondern ich kenne meine Grenzen. Wenn du jetzt der Vater bist und du trinkst Alkohol, dann trinkst du jeden Tag so viel Bier, du streitest dich mit deiner Frau, du tust Sachen, keine Ahnung, was du da machst. In gewissen Momenten einfach nicht machen würdest normalerweise. Und deine Tochter bekommt ja auch Angst dann von dir, weil du die ganze Zeit so schreist. Hör einfach auf. Es ist so unnötig. Baby Shark, ich will fliegen. Baby Shark, dich werde ich kriegen. Baby Shark.